Einmal Jäger und zurück. Vor dem Sommer, wie wir gerade beim Bier saßen, fragt mich mein Kumpel Svenny, ob wir nicht mal wieder verreisen wollen. Wo willst denn hin, habe ich drauf gefragt. Ich habe gehört, dass du aller Angster. Oh, das kannst du gleich stecken lassen. Mit den Angster du ich nicht verreisen. Bin ich neben der Kusche gefahren. Er drauf, das ist doch nur der alte Bus von uns, der alte Icarus, mit dem wir verreisen könnten. Und in den Bussen, da gibt es sogar Jäferbier von Fasse. Und fahre du der Bus nach Jäfer, gleich an der Nordsee, zum Brauereifeste. Mitfahren tun bis jetzt lauter statt Elmer und solche, die wo's noch wären wollen, mit der Gebietsreform. Mein Svenny und ich, wir haben jeder noch 2 kleine Flaschen Jäfern eingegärschelt. Nachher waren wir uns einig, wir fahren da mit. An den Freitag ging's nun los, mittags im 12. im 12. vom Rathause. Ihre 12 Frauen und 14 Männer sind hinein in den Bus. Wir saßen noch nicht recht auf dem Arsch, da gab's auch schon das erste Glas Jäfer. Und der Icarus machte los. Glas für Glas hat's besser geschmeckt. Und so wird's noch ein lustiger Nachmittag. Der Spaß war erst vorbei, wie aus dem 50 Liter Fass nicht mehr rauskam. Und da war der Nordsee noch etliche Kilometer weit weg. Wie es schon dämmerig wurde, sind wir angekommen in alten Kaiser Wilhelm sein Hafen, in Wilhelmshaven. Dort gleich bei Jäfer, da war unser Hotel. Ein paar von den jungen Kerlen, die wollten noch das Wasser sehen, das von der Nordsee. Und latscht noch von Abendbrot los. Wie sie eine Viertelstunde gelatscht waren, da haben sie nachher doch einmal gefragt. Immer geradeaus. Da kommt ihr ans Wasser. Nach ungefähr 15 Kilometern. Das war die Antwort. Und Prost. Am zweiten Tage, da war ja nun das Brauereifest. Da haben wir uns schon zum Frühstück warm gemacht und ein paar Jäfern eingegärschelt. So war es nachher eine lustige Fahrt mit dem Icarus, es war ja nicht weit. Dort bei der Brauerei, da haben sie natürlich geglotzt, die Fischkippe. So ein Bus, das hatten die überhaupt noch nicht gesehen. Wir waren auf einmal die Hollywood-Stars. Erst kam die Presse. Die machten gleich eine ganze Zeitungsseite über uns alleine. Wo die fertig waren, da kam das Fernsehen gleich rein in unseren Icarus. Die wollten sich scheinbar ein paar Tricks abgucken. Und machten auch gleich ein Interview mit unserer Susi. Nun waren wir in der Jäfer Brauerei. Und hatten ewig keine Zeit, ein Bier zu trinken. Aber erst wann, es waren gefühlt mindestens 3 Stunden, waren wir endlich am ersten Bierstand. Und Prost. Wir hatten kaum den ersten Schluck drin, da ging das schöne Wetter los. Unser Ramon musste das nächste Interview geben.
Und das auf der großen Brauereifestbiene. Wie nun da oben war, da hat er gleich noch schnell das Quiz mitgemacht und nebenbei den großen Jeferpreis abgeräumt. Von den Bierständen, davon gab es gar Fehler. Es war aber scheinbar alles das Gleiche. Es war aber scheinbar alles dasselbe Jefer. Denn geschmeckt hat eins wie das andere. Nur was Gescheites zu essen, das haben sie nicht gehabt. Nur lauter exotisches, ausländisches Zeich. Hätten wir ein paar gescheite Bratwürste und Brädel mitgenommen und verkäft. Da hätten wir reichkund wäre. Trotzdem war es ein schöner Tag in September. Da wo mit Juli aufgehört hat. Nee, nicht mit dem Juli, mit der Juli. Das war das Mädchen, das da am Abend von der Biene Rohr gekrält hat und zigtausend Käschel, die haben sich bei gegenseitig erlatscht, die haben mitgekrält. An Sonntag vor der Heimfahrt, da waren wir noch zur Wattwanderung. Denn der einen oder anderen ging es zwar gar nicht gut, aber mitgelatscht sind sie alle durch die Schlampe und haben über die Wattwärmer gestaunt. Da dabei sind meine Regenwärmer daheim im Garten mindestens zweimal so groß. Da danach hatten wir wieder Fehlarbeit. Auf der Heimfahrt im Busse musste man nämlich das zweite 50 Liter Fass Jefer austrinken. Unser super Busfahrer René hat nämlich das Leere von der Hinfahrt im Getauscht gehabt. Aber bis heim gereicht hat das auch wieder nicht. Und Prost.